Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn wir haben wieder hier Charakterduelle. Dieses Mal haben wir Jane Yuki, aka CK Phoenix, und ich, das ist peinlich, ich weiß gar nicht, wie heißt wohl Kenick-Spieler? Axel Brody. Ah ja, Axel, natürlich. Ich spiele heute Axel und dieses Mal ist es wieder ein Upgrade-Duell. Bedeutet also, wir spielen jetzt mit diesen Decks, werden gucken, wer gewinnt und dann werden unsere Decks upgegradet. In welche Decks upgegradet werden? Am Ende wird das erzählt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hoch entscheidet. 3 und 6. Lass du aus, wenn wer anfängt. Dann würde ich sagen, du darfst anfangen. Alles klar, dann fange ich an. Und wie könnte es passender sein als vulkanische Rakete-Effekt? Natürlich. Suchen wir natürlich einen Glutbeschleuniger. Das ist schon eine gute Öffnung, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und dann aktiviere ich meinen Glutbeschleuniger schon. Setze eine Karte. Setze eine zweite Karte. Und dann bist du dran. Okay, ich ziehe. Was genau macht jetzt der Glutbeschleuniger? Einmal pro Spielzug kann ich ein Pyro-Monster mit 5 oder weniger TK von meiner Hand abwerfen, um ein Monster bei dir zu zerstören. Das ist nicht Once per Turn, aber ich habe keine Battleface in den Zug mehr. Okay, verstehe. Also, er kann gut zerstören, Monster. Aber ich brauche halt ein Monster da. Ne? Ja. Verstehe. Also ein passendes Monster. Irgendein Monster reicht da leider auch nicht. Verstehe. Wäre schön. Ja gut, dann würde ich sagen, ich aktiviere Fusion. Wie kannst du... Ja, wild. Ja, okay. Ich fusioniere Burstinatrix und Sparkman. Ja. Und ich beschwöre Elementarheld Nova Meister. Dann aktiviere ich Bottomless Trap. Nein. Ich wollte schon sagen. Okay. Ja. Dann aktiviere ich rechtschaffendes Urteil. Oh mein Gott, da habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja. Okay. Jetzt wird es entscheidend, sag ich dir so, wie es ist. Ja, wird es auch. Schwieriges Thema. Definitiv. Ich glaube, ich zerstöre den. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist okay, das ist okay. Okay, das ist okay. Dann greife ich mit Nova Master deine vulkanische Rakete an. Lass die Karte ziehen. Ja. Das ärgert mich am meisten. Ich glaube, das ist okay, aber ich habe einen Skill. Und zwar, jedes Mal, wenn ich einen Schaden kriege, kriege ich einen Counter. Wenn okay. Ich kann 2 Counter entfernen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören. Oder 3 Counter entfernen, um den Handkarte zu klappen. Okay, verstehe. Ja. Du kriegst einen Counter? Nee, umgekehrt. 2 Counter eine Handkarte klappen, 3 eine Karte zerstören. Ach, okay. Ja gut, du kriegst einen Counter, ich krieg eine Karte. Und fairer dran. Deal, oder? Ja. Dann bin ich dran. Dachtest du, du bist Glutbeschleuniger losgeworden? Ich beschwöre vulkanische Rakete! Ach Junge, der Top-Deck. Hat die Starthand. Echt? Okay, krass. So. Und jetzt wird's bitter. Ich aktiviere Glutbeschleuniger. Nein, da habe ich kein Monster Pass. Let's go, okay. Ja gut, dann... Ich hätte gern ein passendes Monster in der Hand. Das glaube ich dir gern. Ja. Dann beschwöre ich Elementar als Sparkman. Das ist stark, ja. Und dann spiele ich eine Karte verdeckt. Ja. Keine Main Phase 2. Ja, richtig. Dann greife ich an mit Nova Master. Ich aktiviere wildes Feuer. Was ist ich das? Ich zahle 500 Lebenspunkte, was mir einen Counter gibt. 500 Lebenspunkte, das verkraft ihn noch gerade so. Denn dafür muss ich die Karte zerstören und dann alle Monster auf dem Spielfeld. Und ich kriege einen Token mit 1000 Wert. Okay. Das ist mein Token. Ja, super. Ja. Bin ich? Ja. Ich klaue dir deine Handkarte. Du hast ja noch ein Skill. Ja. So, dann gehe ich in Battleface und greife an. Ja. 1000 Schaden für dich, der erste. Und dann bist du. Okay, ich ziehe. Oh, das ist mir gut. Den kriege ich dann. Bam. Alter, das ist ein... Das ist, glaube ich, der heftigste Top-Deck, den ich hätte haben können. Das ist ein Problem. Ich sag, wie es ist. Na gut, dann verliere ich 500 Lebenspunkte. Yes. Krieg wieder einen Counter.
Geh auf 2-3 runter. Ja. Ja, das bist du. Vulkanische Rakete! Ey, komm. Also, das ist die dritte. Das ist Speed Duel. Und dann. Ja, es wird wehtun, aber Battlefield. Ja. Merkst du? Ja, natürlich. Ja, dann bist du leider. Ich mach mal was. Hier. Götter mit dem dritten Auge. Alter, wie kannst du denn mal Monster ziehen? Bam! Ja, das nehme ich, weil ich krieg wieder einen Counter dafür. Ja. Ich hab keine Hand gehabt. Aber du bist jetzt geforst. Ich bin mal 1-1, das wird ein bisschen knapp langsam. Bin ich? Wie viel hab ich? Du hast noch 2-6. Okay, ja, dann muss du bist Dominika! Junge! Effekt! Schuss! Ich darf nur offene zerstören, das ist ärgerlich. Kannst du das nur in deinem Zug oder? Nee, ja, das mit den Schießen und Klauen nur mein Zug. Ja. Okay, Quick Effect wäre anders. Dann zahle ich 500 Lebenspunkte, gehe auf 600 runter und darf mir eine weitere vulkanische Hülle enden. Aber ich habe ja noch kein. Scheiß. Ich habe nichts gesagt. Dann bist du dran. Perfekt. Ja, ja, jetzt ein Monster. Dann bist du. Effekt. Schuss. Oh, das war eine weise Entscheidung von mir. Feuersturmwache. Was macht er? Ich darf 4 Pyros nehmen, sie ins Deck schaffen und eine Karte ziehen. Die 2 ziehen sogar. Was? Ja. Ich hoffe, der Träger quasi. Ja. Ja, aber Effekt geht ja durch. Ja, Effekt geht durch. Leben on Limit. Ich darf 2 Karten ziehen. Also Karten sehe ich mich sehr am Wort. Ja, du hast ja auch 3-mal Rakete gehabt. Aber 3-mal plus 1. Da bist du. Ja. Wie viel Def hat der? 1200. Bis Stranger Tricks die 1-2 hat. Ich kann hier nicht aufflippen. Das ist noch 2-6. Ich meine, das ist noch genug. Ja, du bist dran. Dann ziehe ich. Es tut weh, aber ich muss es einfach tun. Noch eine Feuersturmwache. Alter. 1700. Ja. Nein, ich habe mein Skill nicht aktiviert. Ich hätte dir die Handkarte klauen können. Oh, stimmt. Du bist da. Nee, du hast. Ach, Handkarte, stimmt. Ja, so, ja, lol. Du bist. Warum ist das denn jetzt auf einmal so? Nightbeam. Das ist sehr gut. Aber ich habe leider auch kein Monster. Ja. Du bist dran. Nightbeam. Oh. Du bist dran. 1-0. Ja, okay, 2 Raketenstartern war schon anders und schon, ja. Vergiss deine Kriegerin. Ach ja, stimmt. Dann wollen wir sagen, auf ins zweite Duell. Yes. Wer fängt denn an? Du musst anfangen. Ja, wer hätte das gedacht? Was ist denn, Junge? Das kann doch nicht sein! Was ist das? Was zur Hölle? Du bist dran! Ja, super! Verlassen dich deine Elemente. Jetzt bringt er auch noch Wortwitze. Ja, super. Oh, so stark. Ich hab Ash, ist auch Feuer. Die kannst du sogar abwerfen für Glück beschreiben. Ne, die ist nicht pure, die ist Zombie. Ne? Ja, stimmt. Ah ja, eine Wall. Nein. Oh nein. Wieder Nova, ne? Ich könnte Rampant Blaster, aber ich mache lieber Nova Master. Gierig. Achso, der hat 0. Bam. Natürlich hast du den. Aber der 2-1 Def. Ah, leider. Du bist. Was ist besser als eine Rakete? Ey, komm. 2 Raketen! Junge, Mann, ey, das ist.
Und dieses Mal habe ich ein Monster. Das kannst du keinem erzählen. Ich zahle 500 Lebenspunkte und hole mir eine Hülle. Leider ist meine... nehmen wir auch gut, aber... Leider habe ich ja keine Battlefaces für diesen Zug dann. Und deswegen gebe ich meinen Zug ab. Beschleuniger Schuss, zahle 500 und kriege eine Hülle. Effekt. Ist eh beides die gleiche. Ich lebe noch. Ja, was? Aber du. Ja. Mach mal. Das Claimen. Verbannt, ja. So, Leute. Okay, Rakete ist vielleicht ein bisschen too strong. Aus diesem Grund würde ich sagen, wechselst du die Lichtseite und gehst zu der Schattenseite. Würde ich auch sagen. Das heißt, er wird nächste Runde Schicksalshelden spielen. Und ich werde natürlich auch die Seite wechseln. Feuer ist gut, aber Finsternis ist besser. Ich gehe auf Zombie und wollen mal sehen, wer gewinnen wird. Ich bin gespannt. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.